So, hola, willkommen zurück. Ich habe mich ein bisschen durchgerungen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht streamen, mache ich jetzt doch. Kann sein, dass ich sonst nach dem MDR-Termin den Stream wieder ausmache oder so. Ganz kurz. So. Right, ja, das müsste passen so. Für uns den Aktenprüfen haben wir gemacht, können wir wegtun damit. Ericsson. Ach so, das sind die. Ach, meine Fresse. Es ist so umständlich, dass jetzt die Nummern auch noch drin sind. Mann. Ganz kurz einmal hinsetzen eben. Hätten wir denn die Ansicht gestern? Muss gerade mal das Dings rausnehmen, das wird mir gerade ein bisschen zu krass. So. Einmal eben gucken. So, Venture. Ist es geupdatet worden oder noch nicht? Doch. 1.0 ist jetzt verfügbar. Repost von ByteHunter-IT. Ach, man muss sich immer noch einloggen. Hätte ja sein können. Okay, man kann jetzt reposten. Das ist interessant. Oh, man kann Leute jetzt mit Ad, was? Ad ByteHunter. Oh mein Gott. Und man kann Hashtags machen, was? Okay, das ist geil. Das ist geil. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Mal gucken, das müssten die Unternehmensdinger sein. Ja, die Unternehmensbenachrichtigungen, das hier sind dann die Mails. Okay. Okay, dann hast du hier Favoriten, Pinnwand, Venturegram, Lese. Was ist eigentlich bei Pinnwand? Kann bei sich aus Profil schreiben, stimmt. Aber das macht doch keiner. Oder? Repost. Ey, ich hab das nicht repostet. Mann. Hä? Warum habe ich einen blauen Haken? Moment. Habe das Gefühl. Okay, man kann jetzt Post mit Lesezeichen markieren. Ich glaube, so soll das nicht aussehen. David ist einfach Fame geworden. Okay, das finde ich irgendwie lustig jetzt gerade. Ich glaube, das müsste eigentlich ein Unternehmensding nur sein. Eben gucken. Wissen. Ja. Vielleicht hat David auch einfach nur $5 pro Monat ausgegeben und so einen blauen Haken gekauft. Wer weiß, ne? Wer weiß.
Ja. Teilen. Fuck. Cool gemacht. Wie teuer soll das sein? Steht da nicht. Ja, besser ist. Besser ist, dass da kein Preis steht. Okay, wie sieht Venture Graham jetzt aus? Ohne Eis. Warte mal. Bobby Fuentes. Fuentes ist jetzt nicht so häufiger Name. Ah. Okay. Maybe haben wir den Namen rausgefunden. Maybe. Verfassung von Tennessee ist zufolge, darfst du kein öffentliches Amt mehr bekleiden, wenn du an einem Duell teilgenommen hast oder eine Aufforderung zu einem Duell ausgesprochen hast. Auch Beihilfe zu einem Duell, was auch immer das bedeutet, ist für Träger öffentlicher Ämter verboten. Ja, war ja damals irgendwie üblich. Bälle durchzuführen. Aber dieser Känguru macht so geile Bilder, ne? Das ist heftig. Ja, okay, wie sieht Venture Tube aus? Hat sich nicht viel verändert. Hier oben ist ein Emoticon drin. Nicht gut. Hier was verändert? Nein. Man kann aber die Sachen jetzt auch liken oder disliken. Finde ich gut. Ansonsten hat sich da nichts getan. Ach, man kann die Sachen jetzt teilen. Okay, Venture Sites. Der sieht genauso scheiße aus wie vorher, nur die ganzen Bewertungen sind jetzt not available. Warum? Okay, weil man jetzt nur noch Daumen hoch, Daumen runter machen kann. Dann muss da nochmal was gemacht werden. Hat sich auch nichts geändert. Oder? Ich sieht auch immer noch so richtig altbacken aus hier alles. Ich kann auch mal überarbeitet werden hier alles. Yeah. Newsseiten. Die sind ja von den Newsseiten selber abhängig, also alles fein. Authorities hat sich auch nichts geändert. Oder Senators. Doch, haben wir, glaube ich, schon gesehen. Glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Okay. Ja, ist doch cool. Venture Live so ein bisschen Bearbeitung bekommen. Sehr, sehr cool. Wenn man jetzt auf Hashtag drückt, dann sucht er direkt danach. Okay, cool. Aber der sucht nicht in Kommentaren. Das wäre cool, wenn er noch in Kommentaren suchen würde, beziehungsweise man das anklicken könnte, dass der mit in Kommentaren suchen soll. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass das alles ein bisschen länger dauert. Die Suche. Dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, auch Kommentare zu durchsuchen. Das wäre lustig.
Dann würden diese Hashtags Sinn machen. Oder wenn die häufig verwendet werden, dass die dann hier in der Liste auftauchen. Hier bei beliebte Themen. Weil das ist aktuell nach Alphabet sortiert und nicht nach. Interessant, weil hier Architektur. 10.9. Wenn wir jetzt mal gucken. Police. 24.11. Wobei ist das ein neues Ding? Authorities. Fällt auch Police mit drunter? Ja. Fällt alles mit drunter. Okay. Wenn man Cars guckt, Cars müsste beliebter sein. 8.11. ja. Cars müsste beliebter sein als Architektur. Ja. Okay. Okay. Ansonsten wird aber nichts überarbeitet. Und das hier ist immer. Oh, neue Folge Rechtsmedizin verstehen. Super. Oh, Allison. Allison hat einen Song hochgeladen? Beziehungsweise, ich glaube, das müsste ein Hörbuch sein, ne? Was? Genau, das ist fein. Das hat sich auch nicht geändert. Hier wäre auch mal cool, wenn sich was ändern würde. Ist jetzt mittlerweile der Buffalo EVX drin? Nein. Müsst ihr auch mal hinterher sein, Leute. Ich weiß, ich stelle viele Anforderungen gerade, aber egal. Also das ist auch normal und RDP müsste auch normal sein. Ne? Ja. Immer noch genauso altbacken wie vorher. Cool. Okay. So. Und denn jetzt also in. Also um 45 haben wir den MD-Termin. Das ist in 35 Minuten. Bis dahin gibt es jetzt, glaube ich, nichts mehr zu tun, großartig. Nochmal hochfahren macht keinen Sinn. Apropos, wir kommen hier ja sowieso gerade nicht weg. Hallo. Hoffe, du hast gut geschlafen. Gefühlt ist dein Sofa größer als ein Bett. Ach ja. So, wir könnten versuchen, eventuell Payne anzurufen. Ist Payne. Wir können Finlay anrufen. Finlay. Guck mal, mit Finlay haben wir lange nicht mehr telefoniert. Dem können wir telefonieren. Ich glaube, Finlay ist nicht da. Okay. Ja, Finlay ist nicht da, super. Kann ich auch so rumspeichern, ey. Den Kaffee hingestellt, bin draußen rauchen. Kaffee hingestellt. So. Jo. Gar nicht gesehen. Okay, wenn wir noch zweimal aufgestanden hätten, hätten wir den sowieso nicht mehr sehen können. Ja, heißer Kaffee. Hyper. Da können wir auch rausgehen, theoretisch. Draußen rauchen. Wo? Draußen?
Wenn sie noch hier ist, dann trinke ich den Kaffee jetzt draußen. Wiese vor der Tür. Okay, ich um. Und da. Aber es ist schon dunkel, Mann. Der Wiese vor der Tür. Ist doch gar keine Wiese, what the fuck? Da, okay. Hola. Dankeschön für den Kaffee. Okay. Selber, oh, ich gerade auch mal kurz was trinken. Okay, jetzt schallert der Kaffee aber rein hier. Hab das Gefühl, ich kann gleich Farben riechen, ey. Der Kaffee ist gut. Ach, keine Ahnung. Kaffee hat gerade einfach nur ein bisschen gekickt, keine Ahnung. Du hast noch nicht geantwortet, alles gut bei dir. Okay. Ja, alles gut, wenn du es nicht gehört hast, ist jetzt schlimm. Kann auch sein, dass ich so ein bisschen in mich reingenuschelt habe gerade. Aber ist irgendwas los? Warum so doof drauf irgendwie.
Ey, da gibt's viel zu schreiben, das klingt nicht gut. Hier geschrieben wird es immer ungünstig. Um Gottes Willen. Der mit der Namensänderung ist wirklich scheiße. Verstehe nicht, warum Leute beim PD was gegen dich haben. Denke ich irgendwie nicht. Gut, das mit den Modulen ist auch ungünstig. Hotkey-Gruppe so lange nicht benutzt, Alter. Nur kurz Screenshot gemacht. Angeblich rum, dass ich angeblich bei einem stillen Hausalarm, wo wir drei Täter hatten, einer wurde gestellt, zwei abgehauen, Mo hat sich die ganze Zeit um den gekümmert, der gefesselt war, habe aber nur einen im Busch gesehen, der vielleicht eine Scheißwaffe hatte und habe Mo viermal gepfiffen, aufgeschrieben, scheiß auch auf den, der hat Handschellen an, da sitzt einer im Busch mit einer Waffe vielleicht, nee, komme ich jetzt um den im Busch. Hat nur Verstärkung für den im Busch. Moment, bin ich dann halt alleine in Richtung in den Busch gezielt zur Sicherheit, bis 10-10 da war. Ging zur Führung, sagt, ich kann nicht selbst handeln. Handel gefährlich. Habe nichts gesagt. Bin nicht diensttauglich. The fuck? Nee, angeblich bin
2 mit 60 km/h am Stadtpark vorbeigefahren bin. Wieder zu Kurama sagte, ich bin mit 90 Sachen drüber gefahren. Erkannt mit seinem geschulten Polizei. Seinem geschulten Polizeiauge, ja klar. Angegriffen gefühlt durch eine SMS, what the fuck? Was ist denn mit den Leuten los in letzter Zeit? Im Innendienst kannst du halt aktuell irgendwie nichts machen, das stimmt schon. So, wenn du jetzt nicht irgendwie Aktenarbeit oder sonstige Tätigkeiten zu tun hast. Warten, O3 werden, das geht nicht, werde ich alle Module ausfallen, die angeboten werden, wenn ich nie kann. Der Scepter geht wirklich klar. Schon. Naja, aber das mit den Modulen ist doof, das weiß ich. Ich habe da ein bisschen Glück gehabt, was das angeht, leider, aber ja. Ja, alles gut, ich erzähle niemandem irgendwas weiter.
Keine Depri-Musik, die ich spielen kann. Für mich selber habe ich welche, aber die kann ich nicht im Stream spielen. Auch wenn ich glaube, dass ein Großteil von der fein gehen sollte. So, waren im Alamo unterwegs, haben einen vom VPD verfolgt, der voll krass rumgeballert durch die Stadt, also nicht mit der Waffe, sondern mit dem Auto. Biegt eine Kreuzung für mal ab, ich halt eine davor. Vielleicht den Weg abschneiden, er kommt entgegen, ich mache einen Roadblock, er bleibt stehen. Schreit mich an, er will vorbeifahren. Gleichen Moment habe ich rückwärts gesetzt und der Alamo zieht so schnell nach hinten und bremst so schlecht, dass er uns reingefahren ist. Kinney und Hopkins kommen an, er darf wieder fahren, obwohl er eigentlich noch eine Strafe bekommen hätte. Will nicht anmelden seiner Wohnung bei Casa. Und ich krieg dafür auf den Sack. Dann wegen McKinney soll ich jetzt Fahrsicherheitstraining machen, weil ich angeblich zu aggressiv fahre in 1060, obwohl er nur einmal bei einer 1060 bei mir mit war. Find's interessant, dass das alles so. Ja, schreib erstmal zu Ende, alles gut. Ja. Weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man dir einfach nicht zuhören will. So ein bisschen, also zumindest kommt es so rüber, wie du das jetzt erzählst. Ist schwierig. Vor allem, wenn jeder auch irgendwie Stress mit dir hat. Weil über so Supervisor-Dinger darfst du ja nur mit direkten Vorgesetzten sprechen. Weiter, was im Kopf wäre schon. Ja, das ist halt, das ist kompletter Quatsch. Also das verstehe ich aber auch nicht. Warst du da alleine oder waren dann noch wir bei dir? Hier müsste ja noch wer bei gewesen sein. Dumme Frage eigentlich, aber egal. Beifahrer bei mir, mir wurde gesagt, ja, Roadblock darf man nicht bewegen. Meinte Leute, es wird in der Ausbildung gesagt, nur nicht bewegen, bis alle Kollegen vorbeigefahren sind. Ich bin stehen geblieben, war keine 1010 da. Ich wollte die Straße frei machen. Wer stehen geblieben ist, genau dann fährt er los. Was soll ich machen? Okay, das ist. Irgendwie Schwachsinn meiner Meinung nach.
Ja, das ist Empfindungssache. Ja, ist halt schwierig. Deswegen. Liegt aber leider daran, dass die ganzen Leute halt einfach nicht nicht wissen, wie man nonverbal kommuniziert. Das ist halt scheiße. So, außer mit so einem Zettel oder so. Ich meine, gut, das lässt dann zwar auch wieder Interpretationsfreiraum, aber ja, das stimmt. Ich würde mir auch wünschen, dass manche Kollegen da so ein bisschen mehr Vertrauen einfach haben, aber das ist halt schwierig, weil die sich unsicher sind.
wo die am Ende einen Fehler machen, aber da kann man auch einfach vorher irgendwie was absprechen. Das geht ja auch, man kann ja fragen. Anstatt einfach davon auszugehen, so. Ja, das. Ist halt schwierig. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, falls es irgendwas gibt, sag einfach Bescheid, okay? Ich bin nicht immer gut in so aufheitern Sachen, aber einen gewissen Part versuche ich wenigstens hinzukriegen. Mein MD-Termin ist um 45. Ich weiß nicht, ich würde dich gerade ungern alleine lassen. Deswegen. Kommst mit. Ja gut. Dann halt so, I guess. Strafe so ein bisschen bei mir. Kannst du vielleicht mal so ein kleines Hüpferchen machen? Ich glaube, das wäre ganz gut. Hat nicht viel gebracht, aber ist gut. Ja, alles gut. Lauf in dem Tempo, in dem du laufen willst. Ah, die hat irgendeinen Laufstil drin und ich sehe den, glaube ich, nicht.
Weiß nicht, willst du dann hier vorne warten oder? Bis gleich. Ich weiß. Sagt das eine. Hallo. Hallo. Ola. Wie können wir helfen? Ola. Ich habe jetzt um 15:45 einen Termin. Bei? Boah, das hätte ich mir. Moment, das habe ich mir aufgeschrieben nur. Lassen Sie mich raten, Physio? Ja. Ich habe es okay, mir dann weiß ich aufgeschrieben. bei wem. Ich habe es mir aufgeschrieben, Moment. MD Dann weiß 50, ich bei so. wem. Ja. Dann nehmen Sie nochmal einen Augenblick Platz. Die Kollege kommt dann gleich auf Sie zu. Klar, Dankeschön. Lost MC im MD. Super. Liebe alles daran. Der Char kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Zwar nicht IC, aber OC kommt mir irgendwie bekannt vor vom Optischen. Ist das die vom Dings? Möchte ich dann wieder hinlegen gehen? Einen wunderschönen. Hola. Ja, Phoenix. Genau. Dann kommen Sie mal mit. Haben es gleich. Möchte die Dame mitkommen, oder? Weiß ich nicht, soll die da mitkommen? Dann sieht Wenn Sie theoretisch auch. möchten, ist das kein Problem. Kannst auch mitkommen. Also ich glaube nicht, dass. Da musst du, glaube ich, einen einzelnen Termin für machen, aber. Wie fair. Einmal ganz nach hinten durch und dann die letzte Tür links. Kommen Sie mal rein. Super. Gut. Machen Sie sich's bequem. Oh, klar. So. Okay. Dann, wie geht's Ihnen denn erstmal? Sie sind ja heute wegen, ich sag mal, Physio-Check-up und gucken allgemeinen Zustand. Allgemein, ja, ganz okay, würde ich sagen. Letzten Tage bisschen viel Privatstress gehabt. Beziehungsweise auch arbeitstechnisch ein bisschen nervig gewesen, aber ansonsten, ja. Der Schulter Okay. ist halt mittlerweile wieder okay. Sie hatten eine Schulterluxation, habe ich gerade gelesen. Wenn sie es so nennen wollen, ja. Deswegen ja. Die war wohl mal aus der Schale raus. Ja, nennen wir es einen Verkehrsunfall. Okay. Gut, Verkehrsunfälle sind natürlich für prädestiniert.
ohne Eigenverschulden. Ein noch mieser. Okay, gut. Das heißt also, von der Schulter her kriegen sie das alles soweit wieder ordentlich von A nach B nach C. Rotieren funktioniert. Ja. Strecken funktioniert. Ja. Hochheben auch über den Kopf funktioniert. Ja, das geht auch alles. Ist halt nur so dieses, weiß nicht, es kommt manchmal so innerlich dieses Gefühl hoch vom Unfall direkt, dass es so ein bisschen, weiß nicht, hat sich so ein bisschen in meinem Kopf gebrannt, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Okay, also das ist, ich sag mal, so ein bisschen dieses mulmige Gefühl, nehme ich mal an, so ein bisschen vom Kopf her. Okay, verstehe ich. Sie hatten ja ein SAT-1 auch noch dabei, da haben Sie aber jetzt keine Problematiken, nehme ich an. Sind das die Kopfschmerzen durch die Nackenverspannung oder was auch immer? Genau. Ja, nee, da habe ich keine Probleme mit. Okay, das da mich die Nacht ein bisschen verlegen, aber... Okay. Letzte noch? Ja. Na gut, das war uns anschauen. Das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt. Ansonsten, was arbeiten Sie denn? State Police. Okay. Heißt also, Sie müssen auch entsprechend ordentlich fit sein? Ja. Okay, das ist doch schon mal... Ganz gut. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich sag mal vom Bewegungsapparat her. Nein. Also nichts an den Knochen, eine größeren Frakturen, wie beispielsweise Trümmerbrüche oder so. Material Nein. haben Sie auch nichts? Bitte? Material? Material? Nee. Keine Ahnung, Schrauben, Nägel, Platten, irgendwas? Nee, alles gut. Sie lachen. Sie wissen gar nicht, wie oft ich sowas verbaue. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ganz viele kleine Cyborgs wirst du hier auf der Insel haben. Ganz viele kleine Cyborgs. Wobei, wenn ich so überlege, ich müsste mal irgendwann was bekommen haben bei einer Operation, wo eine Kugel knapp neben die Lunge eingeschlagen ist. Da wurde mal irgendwas davon erzählt, irgendwas in die Richtung. Okay, genau weiß ich das aber nicht. Wissen Sie noch grob, wann das war? Boah, das ist jetzt, Wie lange ist der PSP-Vorfall her? 2 Monate? 3? 2? Ja, es war auf jeden Fall an dem Tag. Also, ja. Oh, dann habe ich Sie damals von der Bank weggezogen. Das, Direkt auf der Kreuzung? Ja. Ja, das ich stand da auch im Schussmenge. Ja, schön. Hi, schön, dass Sie noch so fit sind. Ja, mir geht's gut. Mich hat man durch die Weste getroffen, also, ja. Ja, gut, dann wären es wahrscheinlich Rippenbrüche gewesen. Ich guck da mal ganz kurz. Ja. Nee, David hat da irgendwas reinbekommen, glaube ich. Irgendwas wurde ausgespielt, dass der irgendeinen Teil drin. Ich weiß es nicht mehr. Weiß es echt nicht mehr. Irgendwas hat er da drin gehabt. Irgendwas wurde ausgespielt, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach zu lange her. Deswegen, ich will mir diese Patientenakten, ich will mir meine eigenen Akten mal anfordern, damit ich sowas mir OOC merken kann. Allgemein wird David aber auch immer ramponierter, ne? Also wenn man so überlegt, die Zeit, also vorher nicht einmal irgendwie, ja gut, mal einen aufs Maul gekriegt, so. Man sich mal geprügelt hat oder so. Das ist so das einzige Mal. Bisher kein einziges Mal bewusstlos gewesen. Ach, toi, toi, toi. Mal gucken. Interessant. Ich habe sie jedes Mal entlassen. Jedes Mal? Einmal, ja, jedes Mal, wenn sie hier waren. Bis auf das letzte Mal. Okay, das ist creepy. Aber ja. Wild. Ja gut, in meiner Anwesenheitszeit wird das liegen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Okay, dann ist das jetzt auch schon mal... Also das war ein Gefäßpatch.
Das kommt definitiv nicht mehr raus. Ja, okay. Das ist eine, ja, eine Membran, sage ich mal, die sich halt rumrum schließt und dann mit dem Gefäß dann verwächst. Mhm. Das heißt, nee, die kommt nicht mehr das raus. Das klingt super unangenehm. Alles fein. Aber okay. Gut zu wissen, dann haben sie jetzt erst kein Material drin, also weder Bette noch Schrauben, noch Nägel, noch Platten, noch Fixateur, was es nicht also anderes gibt. Klar. Ist also nicht, was da nicht wieder raus muss. Bisschen Zement haben sie drinnen. Zement? Ja, Knochenzement. Okay. Bei ihrer Schulter war das was. Okay, ich hab... Alles gut, schon gefragt. Bleibt, das bleibt tatsächlich auch da drinnen. Das friemeln wir nicht mehr raus. Das ist, ich sag mal, direkter, naja, ich sag mal Biozement. Mhm. Das ist, ich sag mal, unser Klebstoff für Knochen. Okay, heißt also prinzipiell, muss ich jetzt nicht damit rechnen, dass sie ganz massiv Probleme aufgrund der Kälte haben, weil ich sag mal, Material tut natürlich auch entsprechend Kälte anziehen oder Wärme. Mm. Das heißt, im Winter und im Hochsommer haben Patienten, die Material drinnen haben, Probleme. Oh, okay. Aber das ist gut, wenn das jetzt erst nicht der Fall ist. Ja, kann na, gerne also so bleiben. Das liegt an Ihnen. Ja, manchmal ist es nicht hundertprozentig meine Entscheidung so, aber ja. Ja, gut. Ich sag mal so. Schauen Sie, dass Sie nicht in der Schlussmann stehen. Ja. Ich weiß, das ist viel leichter gesagt als getan. Ja, es ist... Ich sag mal so, bei der PSB-Bank stand ich ja auch im Schussfeuer. Als ich da zu Ihnen gelaufen bin. Also, ah Gott. Mir graust heute noch davon. Mhm. Sagst du, wie es ist? Hoffen Sie sich keinen Eyewagon, der funktioniert nicht als Deckung. Gut, dass ich einen habe. Ach, schön. Ah, schön. Okay. Okay, dann haben wir das mal. Aber ich hatte sowieso in dem Moment echt Glück, dass ich meine Kollegin da hatte, die früher bei den Marshalls war. Die hat in dem Moment bloß geguckt, dass mein Arsch safe ist. Mhm, ja. Dass ich meine Arbeit tun konnte. Okay. Gut, dann haben wir das mal. Dann würde ich mal sagen, irgendwie Gelenkerkrankungen oder so haben sie auch nicht in der Familie. Irgendwas. Nope. Nein, gar nicht. Irgendwie ich sag mal entzündungsmäßig, sie wahrscheinlich auch nicht so also nicht belastet sein, dass sie sehr schnell zu Entzündungen tendieren? Ne, auch nicht. Okay. Ja, manche Leute kriegen halt schnell in Gelenken Entzündungen. Ja. Was natürlich ziemlich schnell doof werden kann. Von daher passt das. Aber sie sind ja eh noch nicht so alt. Danke. Naja, ich sag mal so, das fängt meistens so mit um die 60 an. Boah, das dann habe ich ja noch ein bisschen. Ja, denke auch. Wenn ich bis dahin nicht aus Plastik und irgendwelchen Platten bestehe, ist alles gefallen. Ach, ich sag mal so, manche Leute auf dieser Insel bezeichne ich selber als Kunstwerk. Ah, oh, schön. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ihren Nacken an, wenn sie sowieso verspannt sind. Mhm. Dann schauen wir da mal. Dann würde ich sie mal bitten, einmal den Pulli auszuziehen und sich auf den Bauch zu legen. Legen wir hin. So. Wie geht's eigentlich, Geschner Rüssel? Bitte? Wie geht's eigentlich, Commissioner Rüssel? Bitte wem? Das ging eigentlich an die Dame hier. So. Hoffe doch. Der lebt noch. Das ist perfekt. Perfekt. Das freut mich. So, okay. Dann wären wir jetzt mal ganz vorsichtig.
nehme jetzt so eine relativ neutrale Ringelblumencreme. Mhm. Die beruhigt auch so ein bisschen die Haut. Bindet Feuchtigkeit. So, die verteilen wir jetzt ordentlich. Dann warten wir jetzt mal. Ordentlich massieren. Ja, ich merke schon, da ist ordentlich was an Festigkeit. Haben sie sich ordentlich verlegt? Ich habe auf dem Sofa geschlafen. Sieht das entsprechend hoch am Kopf? Eigentlich schon. Mhm. Da achte ich eigentlich immer drauf, aber... Okay. Ja. Das kriegen wir hin. Ich mache jetzt die Muskulatur erstmal ein bisschen weich. Mhm. Und dann werden sie meinen Spitznamen erfahren. Was? Naja, ich sag mal so, hab hier einen Spitznamen auf der Insel. Ich glaube, sich die Dame noch dran erinnert. Ich glaube, die Dame weiß ganz genau, was gleich auf sie zukommt. Aber entspannen Sie sich erstmal. Ach ja. Alles fein, alles fein. Das ist nicht das Problem. Ach, schön. Aber es ist auch schön, dass das Idee mal. SP. Mal. Ich bin immer noch PD. Ganz schlimm. Ja, finde ich. Dass die State Police auch mal in Anspruch nimmt mit der Prophylaxe. Ihr seid halt auch diejenigen, die ganz vorne stehen. Ja. Mir wurde gesagt, das nutzt sonst kaum jemand irgendwie gefühlt. Also, ja. Ist schade. Ist wirklich schade. Vor allem, das ist halt auch so ein bisschen, ich nenne es immer auch ein bisschen Psychologie-Leid, blöd gesagt. Mhm. Weil man einfach mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt. Ja. Das ist halt eigentlich immer schön. Ein bisschen den Tag entschleunigen, würde ich behaupten. Hatten Sie denn schon irgendwann mal Physio? Nein. Also auch noch nicht in der Heimat? Nee, in der Heimat auch nicht gehabt, tatsächlich. Okay. Da bin ich ab und zu mal im MD gelandet, aber nicht wegen irgendwelchen großen Sachen, außer einmal, wo man mich wirklich irgendwie versucht hat abzustechen. Das war nicht schön, aber ansonsten, ja. Verstehe ich. Aber gut, wenn... Dann entspannen sie sich einfach. Es ist ja... Physio ist so ein bisschen... Das bisschen runterkommen. Ein bisschen mal was für sich selber tun. Ansonsten, ja. Viele gehen ja... Ich sag mal so, das ist das Wellness für Versicherte hier. Mhm. Sie haben so ein bisschen eine zitternde Stimme gerade. Haben Sie ein bisschen Angst gerade? Nö, so gar nicht. Oh, aber Sie haben gerade ein bisschen Angst, was da jetzt gleich kommt, oder? Ja, vielleicht. Ach, wissen Sie denn, wer ich bin? Bitte? Wissen Sie denn, wer ich bin? MD 50, mehr weiß ich nicht. Ja. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir bekannt vorkommen, aber das... die Lache macht's nicht besser. Das ist mir bewusst, ja. Aber so ist es. Wobei, meine Lache ist momentan nicht so optimal, weil ich so einen leichten Frosch im Hals habe. Also normalerweise hört sie die hier viel freundlicher an. Klar. Nicht. Hätte ich Ihnen noch nicht geglaubt, alles gut. Naja, ich sag mal so. Ich bin schon häufiger gefragt worden, warum ich Ärztin geworden bin. Ich habe eine sehr ausgeprägte sadistische Ader. Und irgendwie muss ich die legal rauslassen können.
Achso, also ja, bin ich Ärztin geworden. Ja, klar. Ja. Das ist meines. Der Familie von einem Notfallchirurgen und einer Physiotherapeutin. Von daher. Ah. Konditionen fortführen und so, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Auch wenn ich es. Ja, ich sag mal so, ich wollte die ganze Zeit eigentlich immer Ärztin werden. Dadurch, dass meiner Mutter es eine ganze Zeit lang nicht gut ging, habe ich zuerst die Ausbildung als Physiotherapeut gemacht. Und ja, da ging es dann so ein bisschen los. Oh. Und dann bin ich irgendwann hierher gekommen und habe gesagt, okay, hier, bitteschön, ich möchte Ärztin werden. Und naja, aus diesem Wunsch wurde dann Realität. Das ist doch schön. Ja, vor allem, weil ich Vollärztin tatsächlich bin. Das ist, keine Ahnung. Muss schon ordentlich was sein, damit ich immer einen Tag hier bin. Deswegen auch die Aussage, das ist nicht ungewöhnlich, dass sie immer von mir entlassen werden sind. Aber hey, anscheinend haben sie es gut vertragen. Ja, ich so liege hier aktuell noch bei Bewusstsein, also alles fein. Glauben Sie, ich setze Sie jetzt einfach mal in Narkose? Also, ja, das wäre nicht das Problem? Nee, um Gottes Willen, bitte nicht. Also, das. Hätten wir alles da? Das glaube ich Ihnen in diesem Gebäude hier, aber. Gott, ich liebe meinen Job. Wissen Sie das? Mhm. Ja, genau, ich liebe meinen Job auch. Genau wegen solchen Situationen. Es gibt auch Leute, die rennen von mir schreiend davon. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also meinen sie vorausgesetzt, sie können noch rennen oder was? Oh. Ich sag mal so, das Gefährlichste ist bei mir der Nahkampf. Ja, dann. Gut, dass sie sehr nah gerade an mir dran sind. Ich will nur dazu sagen, dass ein Kollege gegen mich gewettet hat, mal. Er musste Geld in die Kaffeekasse zahlen. Okay. Naja, ich sag mal so, ich habe ordentlich was an Medikamenten da. Es ist. Aber, um Gottes Willen. Am Schluss haben sie nur wirklich Angst vor mir, das möchte ich natürlich nicht. Ich bin eigentlich nicht so sicher. Freundlich. Ich bin tatsächlich sehr freundlich. So schön. Oder? Frage an die Dame? Was? Ich bin nicht freundlich? Nein. Warum? Aber. Mau! Großer, cooler Augenblick. Ah! Dann auch einen Termin bei mir? Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann machen wir gleich nochmal einen Termin aus. Heißt also, ich bin zwar vielleicht nicht freundlich, aber anscheinend kompetent genug, dass man bei mir einen Termin haben möchte. Das ist doch fein. Klingt so, ja. Damit machen sie mich glücklich. Damit machen sie mich sehr, sehr glücklich. Das freut mich. Und notfalls kriegen sie bei mir auch, ich sag mal, Hot-Stone-Massagen. Das kriegen wir auch hin. War nicht hier, aber in der Lodge. Wie kenne ich sie von der Lodge? Ja, ich bin Co-CEO bei der View Lodge. Ah. Ja, okay. Ja, dann hat man sich da, glaube ich, schon mal gesehen. Oh, bestimmt. Mein Termin, den ich da eigentlich hatte, hat leider nicht stattgefunden, aus anderweitigen Gründen, aber nun. Ah ja. Sag mal, was nicht ist, kann ja noch werden. Stimmt.
Das ist ja nicht das Problem. Und vor allem da oben gibt es jetzt richtig gutes Essen. Und. Okay, klingt nach Ansage. Wir haben auch entsprechend Pools, Whirlpools und wir haben Sauna. Also bei uns kann man sich's richtig gehen lassen. Ich glaube, das ist niederschlagende Argumente in dem Fall. Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, legen Sie sich doch einmal bitte auf den Rücken. Da muss man Jo. einmal kurz meine. So, die Ringelblumencreme unterkriegen, weil das ist ungeil, wenn ich jetzt halt abrutschen sollte. Okay. So, als folgendes. Sie lassen ganz locker. Ja? Ich jetzt mal meine rechte Hand so ein bisschen an ihren Nacken. Und dann werde ich einmal meine Schulter entsprechend an ihre Schulter legen. Um Gottes Willen. Und dann müssen Sie eben sagen, absolut entspannen, ja? Soll ich runterzählen oder? Machen Sie einfach mal. Sie sind der Boss. Um Gottes Willen. Aua. So, und jetzt einmal die andere Richtung. Und nochmal. Uff, alter Schwede. Da waren die Halswirbel tatsächlich jetzt verschoben, aufgrund dessen, dass sie, ich sag mal, zu hoch gelegen sind, glaube ich. Haben sie mehr als ein Kissen benutzt? Ja, zwei, weil die Kissen sind so flach. Tatsächlich, es reicht so, ich sag mal, 8 cm ein Kissen. Alles, was drüber hinaus, ist viel zu hoch. Ein Kissen, 8 cm, das reicht vollkommen, um die Wirbelsäule so hinzulegen, dass das passt. Egal in welcher Stellung sie liegen. Das ist, ich sag mal, ein ganz klassischer Fehler, was Menschen machen, dass sie möglichst viele. Also ich kenne Leute, die haben ganz massiv Schmerzen und Hals, also Nackenschmerzen. Und dann frage ich sie, wie viele Kissen haben sie zu Hause im Bett? Ja, drei, vier. Benutzen sie die alle? Ja, natürlich. Ja, kein Wunder, dass sie dann eine Halswirbelsäule aus der Hölle haben. Okay, dann würde ich Sie bitten, sich einmal noch hinzusetzen. Ganz entspannt. Mal von der Seite. So. Kennen Sie Kinesiotapes? Was für ein Ding? Kinesiotapes. Nee. Ich sag mal so Gewebstreifen, Kleber. Die sind aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die helfen der Muskulatur so ein bisschen, sich zu stabilisieren. Und auch, ich sag mal, bei Entzündungen beispielsweise. Es hängt natürlich auch so ein bisschen an der Farblehre mit dran. Ich bin kein großer Freund von der Farblehre, aber ich bin überzeugt, dass diese Kinesiotapes sehr, sehr gut helfen. Weil ich das halt bei meinen ganzen Patienten über die letzten 9 Jahre halt immer hatte, dass das echt gut geholfen hat. Von daher lege ich Ihnen jetzt einmal eins von diesen Tapes auf. Mache mal das rote. Das ist, ich sag mal, so ein bisschen wärmend, entspannt. Wie fühlt sich denn das an? Zieht es? Ist es zu warm? Das geht tatsächlich, also so ein bisschen merke ich das schon. Okay. Eher, ich sag mal, positiv oder eher negativ? Ungewöhnlich, aber jetzt nicht schlecht. Okay. Dann nehme ich jetzt einmal das Blaue.
ist eher was Kühlendes. Fühlt sich das ein bisschen besser an? Nee, eher schlechter. Okay. So, und dann habe ich hier noch ein gelbes. Das fördert so ein bisschen die Durchblutung, den Stoffwechsel. Ist das besser oder schlechter? Das ist, weiß ich nicht, irgendwie ähnlich zu dem Roten vom Gefühl her gerade. Okay, dann setzen wir mal das Rote nochmal. Ist das besser oder schlechter als das Gelbe? Ich glaube, das Gelbe ist besser tatsächlich. Okay, dann machen wir mal das. Dann tun wir mal zwei Streifen runterschneiden. Die tue ich dann auch entsprechend an den Ecken abrunden. Und kleb ihnen die dann entsprechend so im Nackenbereich, so den Muskelstrang entlang. Es hilft halt so ein bisschen den Muskel. Also, sie können sich so ein bisschen vorstellen, als würde ich ihnen nochmal einen Muskel ankleben, der keine aktive Wirkung hat, in Form von, den können sie bewegen, sondern er unterstützt im Prinzip den anderen. Ja. So, okay. Das Tape können sie ohne Probleme mit duschen gehen. Wenn es, also das ohne Probleme nass werden, ich würde sie bitten allerdings, wenn es nass wird, also beim Duschen beispielsweise, dann bitte hergehen und trocken tupfen, nicht rubbeln. Das wird wahrscheinlich so knapp eine Woche kleben. Wenn es natürlich unangenehm wird, nehmen sie es runter. Sie können da nichts falsch machen. Und wenn es, ich sag mal, fast schon am... also komplett runterblättert, dann können sie es auch das letzte Stückchen runternehmen. Okay. So. Das wird nämlich so ein bisschen Problem. Ja. Bisschen beseitigen, sagen wir so. Okay. Dann haben wir das. Sehr schön. Dann dürfen sie sich wieder anziehen. Dann sind wir schon. Dann haben wir unsere... Ja, ich habe meinen Spitznamen vergessen. Dr. Sarah Thomas, die Knochenbrecherin von Los Santos. Die Knochenbrecherin? Ja, natürlich bin ich die Knochenbrecherin. Ah, okay. Ja, mir ist der Name geläufig. Okay. Ja. Ah, schön. Es gab tatsächlich mal eine Dame, wo gemeint hat, ich bin fast so berühmt auf dieser Insel wie der Chief of Police höchstpersönlich. War ich ein bisschen schockiert, aber ein bisschen stolz. Also, das ist schon ein bisschen wild. Müssen Sie jetzt noch irgendwie gucken, dass man den Spitznamen noch mit Ihnen direkt in Verbindung bringt? Aber die Leute kennen mich tatsächlich ganz gut. Ja gut, ich kannte nur den Spitznamen jetzt. Oh, wirklich? Oh, darf ich sie in den Arm nehmen? Oh, wie süß. Dankeschön. Ich mache meinen Job auch gerne. Das ist es. Okay, Herr Phoenix, ich bitte von Ihnen dann noch einmal den Ausweis und eine Versicherungskarte. Aha. Ich bin gleich weg. Ja, ich nehme nur die Kopfhörer einmal, ja. Dann einmal hier und sehr schön, ist auch gültig, passt perfekt. Okay. Ach so, ja gut. Ja, ob der jetzt gelb ist, blau oder eine Versicherungskarte, ist mir auch nicht egal. Ja, okay. Hauptsache, es steht irgendwo ein Name drauf. Okay. Und einen Shamrock-Ausweis haben. Da steht kein Name drauf. Ja, gut. Bringt es mir heute nicht wirklich viel. Gut, dann Herr Phoenix. Soll man nochmal einen weiteren Termin machen? Ja, können wir eigentlich machen, ja. Ich würde vorschlagen, dass wir so im 2-Wochen-Rhythmus machen. Wenn das für Sie in Ordnung ist.
muss gerade einmal in meinen Kalender gucken. Hier. Ja. Wäre dann der 12.12. um 19.45 Uhr. 19.45 Uhr, ja. Das können wir auch machen, dann los, Moment. Ich glaube, Sie haben den Namen gewechselt, oder, Frau? Sie haben Winters? Irgendwie sowas habe ich gelesen. Nein. Ah, nee. Reed. Okay. Dann, gut, dann, Moment. Dann machen wir einfach einen Doppeltermin draus. Mhm. Warum ist dann bloß, gut. Dann passt das. Dann wird es insgesamt eine Stunde an dem Tag. Ja, perfekt. Ich möchte mir nämlich meine Termine so ein bisschen geballter machen, damit ich so an anderen Tagen mehr Zeit habe. Ist doch schön. So, dann würde ich sagen, packen wir noch die Sachen hier einmal weg. So. Und dann bringe ich sie mal wieder nach vorne. Ja. Sehr schön. So, dann waren sie Termin 4 von 5. Also bald Feierabend. 20, 10, 6 Ausbildung. Ja, bald. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen spannenden Abend. Jo, danke schön nochmal. Und dann bis in 2 Wochen. Jo, bis in 2 Wochen. Tschüss. Jo, ciao. Der Spitzname kam mir bekannt vor, aber ich habe den jetzt nicht mit ihr in Verbindung gebracht. Okay. Warte. Ah, ist nur Sandy Shaws Streifenwagen. Alles gut. Um Gottes Willen, nein. Ich, Zoe. Alter. Ich werde nicht arbeiten gehen heute. Weiß nicht, da kriege ich mich nicht so durchgerungen. Weiß nicht, also du wolltest jetzt nach Hause oder was? Nicht, dass du Depri-Tag hast. Ich glaube, ich kann da nicht helfen.
Ja, sonst fahre ich nach Hause, keine Ahnung, wo ich sonst. Also, sonst gibt es ja nicht wirklich was, wo ich hin kann, so. Deswegen. Angerufen, während der Bienen merke ich den Frust anzurufen. Ach so. Ja, da muss ich einmal zurück. Ja, wieder Party ab hier. Hey Jack, hallöchen. Dir geht's gut. Und war Stream-Serie, wunderbar. Super. Ach, der Foto steht da. Ich guck da gleich mal im Kofferraum, nicht, dass den wieder irgendwer aufgeknackt hat. Danke dir auf jeden Fall. Ansonsten, wenn irgendwas sein sollte, melde dich ruhig, ne? Ansonsten. Boah. Ja. Und vergrab dich vielleicht nicht zu sehr zu Hause. Was soll das denn jetzt heißen? Die WG würde ich fühlen, bin ich ehrlich. Ja gut, ich glaube nicht, dass du Pain so einfach da reingepackt kriegst. Hat anderweitig, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man 3 Schlüssel anfordern kann. Und wenn doch, dann wird es sehr, sehr teuer. Das ist ja bei 2 Schlüsseln schon so, dass das extrem teuer wird. Ja, das war früher nicht so. Früher hat man einfach 2 Schlüssel bekommen für irgendwie $50 als Kaution oder so. Das war cool noch. Da war ich mit wem in der Villa London gewohnt, in den Vespucci-Kanälen. Mittlerweile würde ich da auch nicht mehr wohnen wollen, weil mittlerweile ist das Turfgebiet. Aber nun. Oder zumindest beanspruchtes Gebiet. Auf ein Haus sparen dauert, glaube ich, ein bisschen. Wenn ich überlege, alleine der Wagen von mir, der dauert ja auch schon ewig, bis ich den abbezahlt habe. Wobei, warte mal, kurz überlegen. Ich müsste bald sogar den Dauerauftrag neu machen. Weil der. Ja, nächste Woche muss ich Dauerauftrag neu machen. Heißt, diese Woche und nächste Woche läuft der noch. Und ab übernächster Woche wäre der quasi ausgelaufen, muss ich den neu machen, bis zum Februar oder so.
Ja, ich habe Kredit aufgenommen. Der, ja, 70.000 habe ich jetzt mal nicht eben so aus dem Handgelenk geschüttelt. Warte mal. Lass mich mal eben gucken. Irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Da. Bis zum 11.02. Ja, dann ist ja gar nicht mehr so lange. Kommt halt drauf an. So, ich habe halt sonst nicht wirklich Ausgaben. Also ist jetzt quasi... Das geht sofort. Also es geht relativ fix tatsächlich. Also pass auf, das läuft folgendermaßen ab. Wenn du das für ein Auto machst, dann gibst du denen quasi Bescheid, okay, da und da möchte ich das Auto gerne kaufen. So und so viel würde das kosten und so und so viel kann ich selber vorlegen, letztendlich. So, ich habe insgesamt ist der Preis mit Zinsen bei 70.000. Mehr nehmen für Tunnel. Ja, das stimmt, weil, pass auf, 70.000, Anzahlung von, ich angezahlt, 25.000 und dann 2.055 Dollar pro Woche. Immer sonntags quasi. Ja, und das geht halt klar. Muss man halt ein bisschen arbeiten, aber das geht fein. Und ja, wenn du irgendwie im Urlaub bist oder so und halt nicht arbeiten kannst, dann kannst du auch eine Pause machen. Gibst du dem Bescheid. Was ich jetzt gemacht habe noch, als ich das Auto getuned habe, habe ich den eine Mail, beziehungsweise ich habe von Flywheels eine Mail angefordert. Was ist denn das? Ja, habe ich von Flywheels eine Mail angefordert, wo ich die habe alles aufschreiben lassen, was ich in dem Auto gemacht habe. Haben die offen? Ja gut, dann halt so. Oder willst du mal Buffalo EVX fahren? Mal Anruf, ja, warte mal. Hast du, ja, das ist der für 70.000, den ich geholt habe. Der steht da hinten. Ganz am Ende der Straße. Ganz gut, dass du hier rückwärts reinfährst, obwohl es eine Einbahnstraße ist. Immer so. SIF. Nee, PSB. Achso, ich habe nur die PSB-Sicherheitsabteilung in meinem Telefonbuch. Moment. Wo endet der Straße? Ja, warte. Mach aus, komm mit. Da. Warte. Das ist der. Anzurufen. Aber ich war nicht vor, das ist ein Elektroauto, der fährt 95 mph Spitze. Beschleunigt langsamer als ein Raiden. Ist aber schneller. In der Endgeschwindigkeit. Bank. Einfach mal. So, Pacific Standard Bank hat geschlossen. Gott, Dings. Haben geöffnet am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag 19 bis 22 Uhr. Ruf da jetzt eben trotzdem mal an. Klingelt zumindest. Scheint aber keiner anzuhören.
Meine Frau fährt dein Auto. Bisher ist die Karre hier noch keiner gefahren, außer Finlay. Glaube ich. Ich glaube, Ruby ist die Karre selber auch noch nicht gefahren. Ach, die haben hier doch gar nicht geöffnet aktuell, oder? Die haben doch nur oben in Paleto offen. Oder ist hier wieder... es gibt noch Alice Credit, aber da ist das Problem, dass die... Also musst du dir so vorstellen, die PSB hat eine insgesamt längere Vertragslaufzeit, die machen können. Bedeutet weniger Raten pro Woche. Beziehungsweise weniger Geld, was du pro Woche abdrücken musst. Und du kannst... die machen es folgendermaßen, dass die einmal zu Beginn... Ja, weil ich tanke... Gut, oder du. Ende des Tages kostet der Kram sowieso nichts. Das ist echt ein Witz im Vergleich manchmal. Also auf die machen längere Vertragslaufzeit, weniger quasi dann weniger Zinsen und die machen es so, dass du einmal auf die Summe, die du dir quasi leihst, einen gewissen Prozentsatz zahlst. Und der ändert sich auch nicht. Also dann ist die Summe quasi fest. Bei Credit soll es wohl so sein, wurde mir zumindest erzählt von einem guten Freund, der sich da auch mal drüber informiert hat. Die machen das wohl jede Woche, die du den Vertrag laufen lässt. Machen, das ist keine gute Idee. Ich hab gehört, die haben eine Alarmanlage da drin. Machen quasi jede Woche auf den noch ausstehenden Betrag nochmal einen gewissen Prozentsatz, der jetzt auch nicht so gering ist. Deswegen. Muss ich sagen, dass ich so von der. Vom Gefühl her bei PSB fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser aufgehoben. Aber ich würde mal eben. Phil zurückrufen, CEO von Lock & Load, der wollte was. Ola? Bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Wie geht's denn? Mir geht's super und selbst. Aber, ja, okay. Ganz okay, aber ist da. Ja, gut, super ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, bitte, wie kann ich dir helfen? NJ hat sich da nochmal bei mir gemeldet gehabt bezüglich den Eintragungen im Schichtplan. Weshalb sie dann ein bisschen schlecht planen kann, wenn da einfach leere Lücken sind. Ja. Wollte ich einfach mal kurz mit dir so drüber plaudern. Ja. Lass mich selber gerade mal reingucken. Das ist irgendwie. So, Schichtplan. Ich habe mich doch vorhin für morgen Fragen gehabt, oder nicht? Wieder alles doof hier. Ich hatte mich meines Wissens nach zumindest erstmal vorübergehend für die Woche ausgetragen. Weil es mir mental gerade ein bisschen beschissen geht. Ja. Dann trage ich das jetzt gerade nochmal um. Sonntag weiß ich noch nicht. Aber da habt ihr ja eigentlich auch schon genug Leute eingetragen. Ja, geht ja bloß um ausbildungstechnisch Gründe, weil MJ würde gerne ein paar Prüfungen planen, deswegen. Mhm. Ja, dann soll sie mich kontaktieren, dann können wir das sonst auch so machen. Da brauche ich ja nicht zwangsweise für das Planen für im Dienst sein. Dass wir wenigstens irgendwie sonst einen Termin vereinbaren, das ist, glaube ich, am einfachsten. Okay, dann sage ich das dann soweit. Ja, super. So, die kann auch auf mich persönlich zukommen, braucht da nicht über dich gehen, das passt schon so. Okay. Sonst funktioniert das mit der Stellvertretung schwierig. Also, ja, genau. Ja, ich werde es hier sagen.
Alles klar, super. Ich danke dir, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Yes. Für die Stellvertretung von einer, die jetzt scheinbar Assistenz der Geschäftsführung geworden, ich verstehe es, aber die geht über die Geschäftsführung, um auf mich zuzukommen, wann ich denn mal Zeit hätte, mit ihr ein paar Sachen abzusprechen. Ja, nun. Was ich an dem Auto schön finde, das ist ein Elektroauto, was nicht so krass fiebt. Das finde ich ganz angenehm. Sonst hätte ich den auch nicht weiter in Erwägung gezogen oder zumindest nur abbezahlt und dann direkt wieder verkauft. Aber mal gucken. Nicht danach aus, als ob hier was los wäre. Also uns morgen gucken, morgen haben die auf. Ich kann dir da auch nicht helfen. Ich habe nicht so viel Geld gerade, deswegen. Das könnte Ohr gewesen sein. Angst habe ich gerade. Aber Payne ist im Dienst, warte mal. Ich stehe mal auf den Sack gerade. Er ist nicht erreichbar. Alter. Wir haben telefonieren, der Junge. Ah. Er ruft aber schnell zurück. Moment. Ola? Ich hatte gerade ein sehr wichtiges Telefonat. Ich habe mich mit der Bayview Lodge über meine Hotelreservierung geredet. Wie kann ich dir helfen? Es ist doch schön, dass du mit der Bayview Lodge über deine Hotelreservierung geredet hast. Während ich arbeite. Während du arbeitest, das gebe ich Rebecca so weiter. Also andere Leute, weißt du, wie Traveling gestern zu mir gesagt hat? Weißt du, Pellen, wir stehen hier oben, hören gerade Musik über Witcher Music und andere stehen auf dem Feld und verdienen die Hälfte wie von uns. Super. Das ist, ich glaube nicht mal die Hälfte ist das Traurige, weil es gibt ja kein Mindestlohn mehr. So. Nice. Ja, aber ist doch schön. Es lebe das Proletariat. Kapitalismus. Ja. Nee, ich habe eben gesehen, dass dein Auto da auf dem Paleto-Parkplatz oben stand. Ja, ich bin gerade am VPD C30 gewesen, ich war auf Toilette. Blaue Flitz. Hast du auf der Toilette telefoniert dann auch noch, damit du das heilig mich machst, oder was? Ja. Genauso wie die Leute, die da auf Toilette gehen, um zu rauchen. Und das fällt so gar nicht auf, einfach. So schön aufs Klo draufstellen in die Lüftung, weißt du? Mhm. Die Leute, die übers Klofenster abhauen, ganz schlimm. Willst du Streife fahren oder was? Nee, ich komme heute nicht mal in Dienst. Warum? Ich hatte heute einen wundervollen Termin im MD. Ja, sagt dir der Name die Knochenbrecherin etwas? Ich hatte irgendwie kurz Angst, dass sie mir einfach das Genick bricht, aber. Nun? Wunderbar. Ja. Ne? Aber ist alles gut gegangen, also glaube ich, mein Kopf ist noch dran, zumindest fühlt es sich so an. Ja, okay, es wird bestätigt.
Das ja. Ist schön. Ja. Cool. Aber kann ich dir echt nur empfehlen, auch mal Genickbruch beim MD machen zu lassen. Nee, wie heißt denn das? Boah, ich hab's vergessen. Das klingt nicht schwarz. Physio, ja, aber es hatte einen richtigen Namen. Also, was heißt richtig? Prophylaxe. Wo ist das denn? Hast du es nicht mit den Zähnen? Okay, nein. Warte, was? Okay. Frag mal beim MD nach dem Physio, Jamin. So. So rum. Ich bin keine 80, nein. Junge, wie alt bist du? Ah, die 30 jetzt. Ja, dann hast du es dringend nötig. Trinkst du. Okay. Ja, Zoe meint auch, du hast es dringend nötig. Mhm. Nee, Und dabei könnt ihr auch mal arbeiten, anstatt zu faulen. Sag mal. Was ist denn jetzt mit dir? Ja, nächste Woche bin ich die ganze Woche nicht arbeiten. Warum bist du nächste Woche die ganze Woche nicht arbeiten? Weil ich Urlaub habe. Hä, warum hast du nächste Woche Urlaub? Wo sagst du mir nichts davon? Ich hab doch gesagt, dass ich nächste Woche mehr Zeit habe. Was hab ich denn so hier gesehen? So, ich schreib gerade, wir sollen mal Tremblay den alten Sack dahin schicken. Da kracht das alles fünfmal. Junge. Nun. Yeah. Ich sag ja, nächste Woche seid ihr alle arbeiten und dann hab ich Urlaub. Wunderbar. Ja, bist du aber dann wenigstens noch hier auf der Insel oder fliegst du irgendwie weg? Ja, also ich bin hier auf der Insel, aber ich würde wahrscheinlich viel zu Hause sein. Okay. Du machst Urlaub zu Hause, okay. Machst Urlaub in deinem Garten. Das Wochenende bin ich in der Bellevue Lodge. Das Wochenende, okay. Ja, dann weiß ich schon mal, wann ich nicht in die Bellevue Lodge gehe. Super, cool. Ja. Also ja, hab ich ja gesagt, dass wir nächste Woche was machen können. Ja, können wir ja mal gucken. Also sicherlich irgendwie nächste Woche was hinkriegen. Ja, ich hab die ganze Woche flexibel Zeit. Ja. Ja, ich nicht ganz so, aber kriegen wir schon hin. Zoe ist dann bestimmt auch dabei, dann passt das doch. Ja. Die Perle. Kannst du bitte nächstes Mal nicht so über diese Kreuzung hier drüber brettern? Dankeschön. Wunderbar. Schön, dass ihr euch das hier vorhält. Sie sagt nein. Okay. Ja, ist ja nur mein Auto. Ansonsten. ne? Ben, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und so. Mhm. Und wir hören uns dann sonst irgendwie mal die Tage. Also ich denke mal, morgen komme ich dann wieder arbeiten. Irgendwie muss ich ja Geld verdienen. Aber ja. Alles klar, bis dahin. Jo, bis dann, ciao. Ciao. Das ist einen sehr eleganten Umweg gefahren. Und jetzt beim PD anrufen und sagen, man hat uns die Vorfahrt genommen. Mir wurde einmal von einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen. Da habe ich dann bei der Info-Hotline angerufen und den zusammengeschissen. Das war auch lustig. Ja. Ja. Hab ich eben bemerkt. Jetzt hast du aber kein Auto hier. Steht dein Auto unten? Also, bei mir.
Ja, gut. Du musst aber nach La Mesa, nicht zum MAPD. Ach so. Ja, das erscheint mir logisch, ja. Ich weiß nicht, wenn du zu Fuß laufen willst, dann ist das dein Ding so. Okay. Ja gut. Dann will ich jetzt hier nicht irgendwie einfach absetzen, keine Ahnung. Wobei, du hast dich eigentlich selber abgesetzt gerade. Nee, wenn die anfängt zu schreiben immer, ne, dann ich immer nicht reden, Mann. Ja, dann gute Nacht dir, bis morgen. Und dann, ja. Ja, Entschuldigung. Ja, gute Nacht. Dann, wenn was ist, melde dich. Ansonsten bis morgen. Lieber. Nein, keine gute Idee. Keine gute Idee. Doch, dass ich was gehört habe. Ist gut, dass Motorräder immer so komisch klingen, wenn sie in deinem Sichtfeld spawnen, weil sonst ratterst du die immer über den Haufen. So. Gut, dass es aktuell nicht so jemanden wie Eastwood gibt, der die ganze Zeit dann irgendwie darauf rumhackt. Guck mal, dein Auto stand da und da und was ist denn da los? So. Das wäre so ein bisschen nervig. Okay. So. Dann hatte ich heute überhaupt was zu. Ich habe heute nichts gegessen, nichts getrunken. Ey, ich mach das mal eben, bevor David gleich umkippt. Das wäre ein bisschen suboptimal. Gut, wir sind auch erst seit 2 Stunden knapp. Ja, wobei, trotzdem unüblich. Normalerweise bekommt dein Char trotzdem in der Zeit irgendwie mal Hunger. Ein Gurs, da haben wir gegengehalten. Ah, was ist hier eigentlich mit der Wallis Brausedose, die da fehlt? Okay, die fehlt nicht nur optisch.
Ach, ich hab sie jetzt getrunken. Scheiße. Junge, jetzt geht der mit gleich ab. Super. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns vermutlich morgen wieder. Bin ich mir aber noch nicht so sicher. Ich führe jetzt noch kurz ein Telefonat mit MJ. Ja, alles klar, Bruder. Let's fucking go. Bis dahin, ciao.